eBay Kleinanzeigen. Entweder es läuft so. 10 Euro. 10 Euro. Cool, danke, tschüss. Oder es läuft so. Orange Ute. Mittlerweile heißt mein ehemaliger Arbeitgeber ja nur noch Kleinanzeigen. Ich habe so eine gute Arbeit gemacht, Alter, eBay konnten die sich nicht mehr leisten. Ist aber ansonsten immer noch derselbe Ort. Derselbe digitale Flohmarkt mit großem Floh und kleinem Markt. Die Plattform, auf der du wirklich das Beste in der Garage und das Schlechteste im Menschen finden kannst. Ich meine, wir alle kennen den Manta-Jochen, den Fuchs und die Riesen-Dildo-Maus. Eine davon ist nicht wie die andere. Und jeder hat schon über den Kontrolleur Dinkelkorn gesprochen. Kleinanzeigen ist eben diese eine Plattform, auf der du gefühlt wirklich alles, nichts finden kannst. Außer Beleidigungen, Stellenangebote für unter 14-jährige Modelgesuche, Erwachseneninhalte und Produkte, Alkohol und andere Substanzen, Hakenkreuze, Pistolen, Fälschungen, Schrott, medizinische Geräte und Parfüms. Warte mal, Schrott ist offiziell verboten, aber meine Mutter hat doch da einen Account. Vielleicht ist das ja aber auch Auslegungssache, ne? Das einen Schrott ist ja bekanntlich des anderen Schatz. Ein Schatz. Ist es ein Stock oder ist es in Wahrheit Hände für Schneemann? Civilization has peaked. Ne? Ab Kleinanzeigen ging es nur noch bergab. Und ja, da hat wirklich jemand mal versucht, zwei Stöcke für 10 Euro zu verkaufen. Stöcke. Und es gibt immer noch Leute, die Stöcke anbieten. Für 12 Euro. Echtholz, immerhin. Ich meine, Fälschungen sind ja verboten. Eine Busfahrt in den Wald kostet weniger. Das sind abgebrochene Äste. Ich meine, wie läuft das dann ab am Hauptbahnhof? Hallo, möchtest du 10 Gramm Schneemannhände? Ist das so? Läuft das so, ja? Dann wiederum kannst du dir auch einfach fucking Baumstämme auf Amazon kaufen. Dann ergibt Kleinanzeigen ja schon fast wieder Sinn. Und damit, hey Leute, ich bin's wieder, der Kleinanzeigenmann aus dem Internet. Ich finde die Plattform ja prinzipiell cool. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jahrelang Teil der Kleinanzeigen-WG war. Ich mag einfach das Konzept eines Flohmarktes, ohne auf den Flohmarkt gehen zu müssen. Gras sehen, ja, aber Gras anfassen, nein. Trotzdem ist diese Seite ja auch dafür bekannt, eine Goldgrube von weirden Produktbeschreibungen, Überschriften und Konversationen zu sein. Und seitdem die mir kein Geld mehr überweisen, muss ich mich auch nicht an NDAs und Verträge halten und kann endlich drüber sprechen. Gab keine NDAs, keine Sorge. Es war ein Witz. Und wenn ihr mal echte Schneemannhände sehen wollt, dann schaut doch mal, welche Überraschung sich hinter dem Like-Button verbirgt. Nix. Da ist nix. Aber es kostet auch nichts. Ist ein Tauschhandel. Ja, das ganze Leben ist ein Handel. Du abonnierst und ich... Hey Leute, ich bin's hey wieder. Hey Leute, ich bin's wieder. Hey Leute, ich bin's wieder. Leute, ich bin's hey wieder. Hey Leute, ich bin's... Kann ich euch in der Zwischenzeit vielleicht für einen Baum zum Selberpflücken begeistern? Selberpflücken, ja? Ich frag mich ja, wie der dann abgesichert ist, dass da nicht zwischendrin irgendein Nachbarskind vorbeischlendet und den dann einfach wegpflückt. Ich finde, das ist auch eine interessante Umschreibung für der Baum muss weg, aber ich will mich nicht selbst drum kümmern. Kennst du noch den Jesus-Toast und den Cheetos Christus? Aber für 100 Euro gibt's noch eine ganz besondere Empfängnis. Funny Frisch, ungarisch, sexiest Chip, eine sexy Frauensilhouette als Chip. Ich hab noch eine Frage so. Was ist denn los mit den Leuten? Für 100 Euro! Ich hätte noch 300 für bezahlt, du Vollidiot. Ja, hier ist gar nichts. Das ist Schnittmagie. Ja, das Rabbit Hole der weird geformten Snacks ist sehr, sehr tief. Das Chicken Nugget sieht aus wie die USA. Die Pommes, die aussieht wie ein Nike-Zeichen. Oder die Pommes, die aussieht wie ein Nike-Zeichen. Oder die Pommes, die aussieht wie ein Nike-Zeichen. Es ist eine... Kartoffel! Willst du mir als nächstes eine Kartoffel in der Form einer Kartoffel verkaufen? Und, Entschuldigung, was ist, das? Irgendwas stimmt mit der Besatzung meiner 9er Chicken Nugget Box nicht. 100.000 Dollar. Und ja, das wurde wirklich verkauft. Aber war worth it. Ganz ehrlich, es hat sich gelohnt. Immerhin gab es auf Nachfrage des Verkäufers sogar Sichuan-Soße dazu. Und als ob das nicht alles wild genug wäre, sogar der offizielle. Among Us-Account hat darüber getwittert und dann haben die das Nugget-Pad eingeführt. Zufällig eine virale Auktion mit einem Charakter aus einem beliebten Spiel. Keiner sass. Jetzt mal ehrlich. Warum versuchen Leute andauernd ihr verkacktes Essen auf Verkaufsplattformen loszuwerden? Und viel schlimmer, warum kaufen das andere Leute? 3 perfekt runde Chicken Nuggets. Ich bin immer noch extrem stolz auf diesen Fund. Sorry, aber Bruder, isst die doch einfach. Du bist doch nicht auf Gold oder Öl gestoßen, sondern auf in Form gepresstes Fett. Wäre ja okay, aber die sind gar nicht richtig rund. Doppel Chicken McNugget. Ich habe heute zum Sonntag bei Mc's ein enorm seltenes Chicken Nugget bekommen. Es sind 2 in einem. Rarität 1 zu 100.000. Ich würde gerne die Studie dazu sehen. Und der will 15 Euro dafür. Der hat es angefasst. Dann ist es doch viel mehr wert, Alter.
Könnt ihr euch noch an den absoluten Jackpot bei McDonald's erinnern? Wenn du zufällig eine Kartoffelecke in deinen Pommes hattest? Das war der heilige Gral des Fastfoods. Den hat man dann gegessen und genossen, aber auch kein Geld daraus machen wollen. Sorry, da investiere ich doch lieber in Herr Tomata. Ich bringe es einfach nicht über das Herz, Herr Tomata Leid anzufügen. Er guckt einen so unschuldig an, als ob er alles verstehen würde. Okay, wir haben es verstanden. Du hast kein Blut, sondern eine Fleischtomate, ja? Also wirklich, Nahrung auf dieser Plattform ist einfach auf einem anderen Level. Sammlerstück! Diese Packung beinhaltet eigentlich nur Fossile, jedoch ist in der geschlossenen Packung eine Muschelnudel zu finden. Ein echtes Einzelstück für jeden Sammler. Wer sammelt Nudeln? Klar, wer kennt's nicht? Die einen sammeln Ü-Ei-Figuren, die anderen Pokémon-Karten, aber die Giga-Brains, die wissen Fossili Capellini, Spaghettoni, Kitaraki, Rotelle, Cavettelucci. Mua! Das ist der heiße Scheiß, in den du investieren musst. Aber es gibt ja auch noch andere interessante Produkte, die auf dieser Plattform angeboten werden. Kaputtes Handy? Klar, könnte man reparieren gehen. Oder du kannst es aber auch auf Kleinanzeigen stellen. Die Risse kann man als Alleinstellungsmerkmal sehen. Der lila Strich im Display ist eine Art Dekoration. Ich? Hat dir nicht mit meinem Alu-Baseballschläger den Kiefer gebrochen? Ich habe lediglich dein Gesicht dekoriert. Also, auf dem ersten Bild ist es ja sogar an. Also technisch gesehen ist es kein Schrott. Ich meine, aber immerhin ist das iPhone normal fotografiert worden. Ne, das ist ja auch wichtig. Wenn du was verkaufen willst, sollte dein Produktfoto gut sein. Aber auch das ist etwas, was auf Kleinanzeigen nicht wirklich der Standard ist. Hier verkauft jemand sein Surface 7 Pro. Leblich. Auf gar keinen Fall gestohlenes Surface. Sorry für das U-Bahn-Klo-Crack-Bild. Und es geht ja auch immer noch mehr. Oder weniger. Je nachdem, wie man es nimmt. Hallo, ich biete jetzt Sauerstoff aus dem Jahr 2023 an. Oder noch besser. Ich verkaufe eine Tüte mit Luft von 2023. Diese Luft wurde vakuumiert und ist bereit zum Öffnen. Vakuumierte Luft. Ich kann das alles nicht mehr. Original Luft. Keine Fälschung, immerhin. Aber ich weiß, warum du hier bist. Und ich weiß, warum ich hier bin. Wegen der vielleicht lustigsten Überschriften, die Leute ihren Produkten gegeben haben, weil der richtige Name einfach zu kompliziert wäre. Was ist dein Lieblingsmärchen? Schneewittchen? Die Schöne und das Biest? Pinocchio? Ne, meins ist ja Dönerröschen. Da, wo die sich auf einem Kebabspieß eine Runde im Koma dreht, oder ne? Das ist mega romantisch. Oder einen ganz schnellen für zwischendurch. Den Porzellan-Gerhard! Wie bitte was? Unabhängig davon, dass ich den schon überall mal gesehen habe. Warum ist er eigentlich so hässlich? Wurde dessen Gesicht auch dekoriert? Und wie wäre es mit einem Haferboard, ne, wenn ihr eure vegane Lebensweise auch noch ein bisschen erweitert und das auf euer Fortbewegungsmittel ausweiten möchtet? Und ja, ich weiß, PlayStation ist wirklich ein sehr kompliziertes Wort. Ist es nicht. Aber Sony PlayStation 2 ist krass. Selbst meine LRS kann das nicht mehr nachempfinden. Der Name steht doch literarisch auf der Konsole. Ich kann den im Bild sehen. Und was ist ein Autogramm mit Bild von Jochen Gonzalez? Jochen. Aber immerhin für nur 3 Euro. Und wenn man unterwegs im Kontakt bleiben will, gibt's ja Walkie-Talkies. Nur wenn der Walkie-Talkie endlich auch mal einen Job gefunden hat. Ich hatte mal welche und ihr habt die nie benutzt. Ernsthaft, Kleinanzeigen, Produktnamen machen mich auf einem anderen Level glücklich. Wo sollte ich in meinem Leben denn sonst eine Schrotkröte finden? Ohne eine Schrotkröte. Fahrt ihr gerne ein Rad oder nur ein Reifenfahrrad? Und manche Leute halten sich ja Kanarienvögel und so. Und bei manchen wird es dann eben 2 Vögel mit einem Käfig mit Kanariensoße. Ich hab Papsi nicht zur Soße verarbeitet, ich hab den umdekoriert. Und abgesehen von Pfui, Ankerkraut, wenn ihr bei Ikea seid, wie heißt das für euch? Fleischbälle? Schöttbula? Köttbula? Oder doch Kotböller? Ew! Kotböller mache ich, wenn ich damit fertig bin. Egal. Und wenn ich mir jetzt so eine Poppe kaufe? Nee, komm, ich sag da einfach gar nichts zu. Heute abzuholen! Mit Matratze und Tripper! Ey, Matratze nehme ich, den Rest habe ich schon, vielen Dank. Kleinanzeigen enttäuscht einfach nie. Und erst recht nicht, wenn du auf der Seite gar nichts kaufen willst, sondern einfach nur für ein Video wie das hier unterwegs bist. Dann wird dir nämlich erstmal bewusst, was es da alles für weirde Kategorien gibt. Nee, ich weiß ja, es ist schwierig, einen Spiegel zu fotografieren, ohne selbst drauf zu sein. Aber hier ist ein kostenloser Tipp. Stell dich nicht frontal vor den Spiegel. Dann brauchst du nämlich auch keine kreativen Lösungsansätze dafür. Und dasselbe gilt auch für spiegelnde Objekte generell. Area 51 ist faltenfrei. Aber wenn du dich durch all diese Erlebnisse gekämpft hast, kommt ja irgendwann eine Kontaktaufnahme. Ganz egal, ob du Käufer oder Verkäufer bist, ist die dann auf Kleinanzeigen auch wirklich immer einzigartig. Ich werde mit meinem Auto in dein Haus hineinfahren und bitte darum, mit dem Schrank verheiratet zu sein. Der Schrank ist wunderschön und ich werde sie verwöhnen werden. Bitte geben Sie mir Bescheid, ob Sie der Vereinigung zustimmen. Wir leben in Scheiß 2024 und der Google Translator ist einfach immer noch genauso kacke wie 2009. Ich habe mir statt Tabletten gegen Durchfall abführende Tabletten in Japan gekauft. Das ist eine echte, wahre Geschichte. Der Scheiß Translator ist genauso dumm wie wir. Hallo, was stellen Sie sich denn für einen Preis vor? Was ist denn nun? Wollen Sie verkaufen oder nicht?
Ich wünsche Dauerdurchfall, zu kurze Arme und kein Klo. Der vierte unverzeihliche Fluch, okay? Vada-Kedavra. Ich glaube, das ist einfach nur eine der schlimmsten Verfünschungen, die ich jemals gesehen habe. Nur weil jemand nicht geantwortet hat. Oh mein Gott. Wären Sie noch zu haben? Ja. Kann ich Sie morgen abholen? Gerne. Wann denn? Morgen. Ach ja, wirklich arbeitslos muss man nochmal sein. Guten Tag, steht das Fahrrad noch zum Verkauf? Ich hätte Interesse daran. Elgi und frohe Weihnachten. Hi, ja, das steht noch zum Verkauf. Elgi und frohe Weihnachten. Wann wäre das Fahrrad denn abholbar und handelt es sich bei dem Preis um einen Festpreis? Es ist Weihnachten und wir hätten gerne unsere Ruhe. Ciao! Der da war keine Zeichen, Betriebsferien gemacht. Guten. Um welches Fahrzeug handelt es sich? Moin! Wie meinen Sie das? Das steht doch in der Anzeige. Ja, das ist ein Ford, das sehe ich auch. Aber welches Modell? K. Wie? Keine Ahnung. Sie müssen doch wissen, was Sie verkaufen. Also, ich weiß nicht, ne? Als Ford den Wagen auf den Markt gebracht hat, war das Internet jetzt vielleicht einfach nicht unbedingt das größte Ding. Ne? Da konnten die da gar nicht wissen, was diese Namenswahl vielleicht noch so mit sich bringt. Selbes Prinzip beim Model. Why, by the way? Welches Model? Why? Warum? Welches Model? Why? Hallo, ich bin leider Schüler. Wird nein, kann ich Ihnen alles 30 Euro zahlen. Mein Papa würde es abholen. Nein, tut mir leid. Es muss Ihnen nicht leid tun, wirklich nicht. Das möchte ich nicht. Jetzt tut es mir leid, dass es Ihnen leid tut. Oh Mann, Alter, die Person wird einfach noch so einige Traumata durchleben müssen. Hallo, das Boot wurde heute verkauft. Mit freundlichen Grüßen. Herr, ich bin unterwegs. Das finde ich nicht gut. Was soll das? Ich bin morgen bei Ihnen. Okay, Sie können gerne kommen. Dann mache ich einen Kaffee, aber das Boot ist leider nicht mehr da. Fahre 450 Kilometer. Das Boot ist nicht mehr da. Das klären wir morgen. Dann morgen. Wo Boot? Und so lustig das auch alles ist, manchmal müsst ihr einfach aufpassen, wenn ihr was verkaufen wollt, sonst werdet ihr am Ende nämlich noch bekehrt. Also ich meine so richtig zu Gott. Hey, ich hab Bock auf die Couch. Kannst du mir noch mal ein Foto davon schicken? Ja, klar. Hier, bitte. Ah, die passt leider doch nicht bei mir rein. Aber was ich dir noch mitgeben wollte, Gott selbst hat durch seinen Sohn Jesus mir echten Frieden geschenkt, weil er für meine Fehler am Kreuz bezahlt hat. Denn wir alle haben Fehler vor Gott gemacht und er ist so voller Liebe, dass er Mensch wurde und deine und meine Fehler getragen hat. Das gilt nur für jeden, der sein Angebot annimmt. Damit segne ich dich und durch das Leben mit Jesus kann ich jetzt wirklich Annahme und Liebe verspüren, weil ich weiß, Gott liebt mich. Das wünsche ich dir auch, Mann. Nein, danke, hätte es auch getan. Viel weniger seltsam ist das Video hier. Da solltest du mal draufklicken, unbedingt. Kostet auch nichts. Ne, aber bezahlt mich trotzdem. Also, klick mal drauf. Ne, ich muss noch ein paar Sachen auf Kleinanzeigen bestellen.